Howdy, howdy, Night City. Willkommen zurück. Mein Gast heute Abend ist Lieutenant Sarah Krakowski, Sprecherin des NCPD. Sarah, willkommen in der Show. Guten Abend, Ziggy. Freut mich, hier zu sein. Haben Sie es denn ohne Zwischenfälle? So, meine lieben Freunde, damit mal herzlich willkommen zum nächsten Teil der Super Sondersaga von Cyberpunk 2077 hier bei Locals Live. Ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das Lucas. Yes. So, dann schauen wir mal, was. Schön, dass du wieder da bist, Rampi. Können wir denn hier machen? Fool of the Hill, ne? Guck mal. Ach, finde alle Graffiti-Karten. Okay. Der Rest war sehr hoch alles, ne? Da müssen wir wahrscheinlich erstmal. Ja, deswegen wollten wir Story machen und wir sind hier 10 Meter von entfernt. Von ja, aber. Wir können das optional machen, erstmal. Den optionalen Teil. Was stöhnst du so, hä? Nix eigentlich. Das ist auch die Region hier. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Kleine Schießerei unter Freunden. Hey. Könnte immer noch schlimmer sein. Komische Geräusche. Ja, hier ist im Haus offenbar. Der Durchreise? Also, wohin? Wird eine lange Nacht. Vorglühen an der Click-Click Street, dann ins Clowns, dann Bohlen und Bier. Bis zum Bohlen kommen wir. Aber mit wem könnte ich hier sprechen? Bist du blöd? Keine Ahnung, ja, irgendjemand wurde in den Ansprech, kannst den da zum Beispiel. Hast du Sorgen oder was soll das trübe Gesicht? Ist da was, das dich ablenkt? Bisschen entspannt? Hab das ganze Sortiment. CFB, PCP, RES, Skate, Smash. Oder wie wär's mit Vanito? Oder vielleicht was, das dich heiß macht? Sin, MDA, ein bisschen LP9. Das LP9 ist so guter Scheiß, dass du heulst. Okay, nein. Zeig her, was du hast. Ermöglicht Atmen unter Wasser, schön. Cool. Gut zu wissen, dass es das bei unserem Dealer um die Ecke gibt. Ja. Da geradeaus. Eine Theke da. Handeln, nicht reden. Daneben die Person, die da sitzt. Ist dir kalt? Das lässt sich ändern. Scheiße. Ihre Implantate sind älter als ich. Wo findet sie Ersatzteile, um die am Laufen zu halten? Wohl nicht. Ja,
Ja, alle Leute würde ich ansprechen, angucken, die da hier so rumstehen. Also diese Bücher wieder, ne? Mhm. Da ist halt irgendwas. Ah, nee, das ist... Also ich sehe hier niemanden, mit dem ich sprechen kann. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ja, vielleicht wird dann nicht gezeigt, sondern muss die Leute ansprechen halt. Zum Wohl. Zum Wohl. Kennen wir uns? Ha? Was willst du? Na, du geiles Stück. Okay. Kennen wir uns? Ja? Was gibt's? Und was ist da mit ihm? Ist ein Roadie, ja. Jeden Tag das Gleiche. Was kannst du mir empfehlen? Ah, mögliche Hand. Ekine. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Terminal, ja. Oder? Ich geh da nochmal drauf, guck jetzt nochmal. Auswählen, da, genau. BDE91C1C. Ja, nimm den. Hm, geht ja so nicht. Ach, ich werde das, glaube ich, nie so richtig verstehen.
Ja, bitte einloggen. Also BD551C. BD551, aber 1C ist nicht in der Reihe. Doch, eins drüber. Warum kann ich... Die erste Zeile... Nee, du musst jetzt auf eine Zeile höher hoch und dann weiter. Hier ist 1C, aber nicht die 55. Ja, weiter. Da. Und da. Ach so. Ich muss also einfach auf diesem... Irgendwo in die direkte Richtung... Weiter. Finde den XPD-Dealer im Netz. Ich habe gar nicht gesagt, dafür ziehen. Ich suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Ich will was, was mich umhaut. So richtig die Neuronen durcheinander wirft. Wir haben alles, Mann. Faustkämpfe, Schießereien, geheime Folterverhöre, Amputationen. Boah. Nee. Ich meine eher sowas wie, du weißt schon. Fetischkram. Nein, komm schon, du weißt, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich den Job hier nicht machen. Ich will wissen, wie es ist, jemanden umzubringen. Na also, geht doch. Ich habe ein paar Klassiker aus dem letzten Konzernkrieg oder bewaffneten Raubüberfall, wenn du was Aktuelleres suchst. Wonach suchst du? Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Polizisten sind wie Kinder. Mama und Papa lassen die nicht alleine raus. Schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Ich bin keine Feinschmeckerin, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen und von mir aus analysieren. Wo hast du die Aufnahmen her? Ich dachte, du bist kein Bulle. Bin nur neugierig, mehr nicht. Deine Neugier wird garantiert gestillt, sobald du die Ware hochfährst. Die Leute, die sie machen, besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Das ist das Questding hier, ne? Frittierte Todesmotte. Okay. Ja. Danke, mehr brauche ich nicht. Hey! War mir ein Vergnügen. Habt ihn dicht gemacht. Adam kümmert sich darum. Was? Nein, es geht. Hab nur meine Pillen vergessen. Mhm. Mhm.
Komm her und lass mich mal lecken. Hey. Steig an. Hallo? Ah. Hey, wie? Lass mich alles vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Will ich das sehen? Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Zum Fick. Sofort kannst du nichts machen? Na, ja, vielleicht waren die Mikkel noch nicht. Hm. Lass nur mal kurz ein bisschen vorspulen. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Muss noch gucken, ob du die Truller kriegst. Ne. Steht hier jemand im Abseits noch? Ja, könnte sein. Ja, das hatten wir ja. Wenn du nichts Nützliches siehst, versuch die Ebene zu wechseln. Ja, ja, warte doch. Hat sich noch nichts getan, ne? Nee.
Nee. Ja, hier ist ja nur Hören, ne? Nur Audio, ja. Will sich auch damit nichts tun. Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka in Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Hi, Per. Grüß dich. Hallöchen. Dieses Sünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm. Backeslice. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Das hier, das macht mich echt... Ja, ich weiß. Aber da ist ja noch... Hm? Thermalebene haben wir hier nichts mehr, ne? Doch, da, guck mal. Da tut sich jetzt Sachen, vielleicht kriege ich hier da... Doch, nicht da. Hä? Das bleibt so. Aber hier steht eine... Dann hängt da nur so ein Anzug. Ja. Oben? Was ist das? Achso, das ist die Lampe. Mhm. Ja. Du musst aber auf jeden Fall nochmal zurück spulen. Zurück? Ja. Da siehst du, bei hier, da hast du wahrscheinlich noch... Da, auf irgendeiner Ebene noch nichts gefunden. Musst du die Ebene wechseln. Audio hatten wir hier. Visuell fehlt aber noch. Doch, da... Electric Corp Logo auf den Overalls. Siehst du? Mhm. Okay, noch weiter zurück. Stopp. Vor kurzem bestellt. Okay. Okay, ein Stück Pizza, Digga. Aber stopp. Zurück. Ebene wechseln. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Nicht auf visuell, aber sondern die Pizza sah frisch aus. Wärmer? Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Geh nochmal auf Thermal, müsste das sein. Ja, da fehlen nämlich noch Sachen. Woher willst du das wissen? Weil die Linie nicht glatt ist, sondern geriffelt ist. Nun, da wir hier soweit nichts gefunden haben, müssen wir jetzt einfach mal vorspulen, ne? Oder erstmal zurück zum Anfang, oder? Da hatten wir ja Thermal schon gemacht. Ja, weil das überall anzeigt, deswegen ist es so. Deswegen denke ich, du hast immer am Anfang, oder? Oder wenn die Maschine da losgeht. Ist ja wahrscheinlich irgendwas, was die ganze Zeit mit da zu sehen ist, dann offensichtlich. Ist das so ein Strahlengerät? Mach nochmal von vorne, also neu starten. Thermaltechnisch ist hier gar nichts. Steh ich nicht. Oh, guck mal, die anderen sind nämlich glatt. Da haben wir dann alles gefunden. Nur die eine halt nicht.
Keine Ahnung. Na dann, ja. Ich kann mal rausgehen, steht ja, sobald du Bock hast, rauszugehen. Den Laden haben wir ja offensichtlich gefunden, wo wir hin müssen. Ja, ja. Also geh raus. Welcher Person? Ja, die Person hatten wir ja jetzt schon 3000 Mal abgescannt. Ja, hier ist ja nichts mehr. Vielleicht noch die Temperatur der Pizza bestätigen, ich habe keine Ahnung. Ja, dann geh raus. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Na gut. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Klar. Okay, auf geht's. Dann mal los. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Guck mal noch einmal auf ihren Arm, ich will wissen, was bei ihrer Tätowierung da steht. Underwater World Thoughts. Underwater, where thoughts can breathe. Ja. Crazy. Ganz klar, sie ist ein Expendable. Ja, 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 ja. Ach, Dampfer. Mhm. Ich hab hier auch eine. Jo. Schönen Delfin hat sie auch noch. Hä? Schönen Delfin! Ja. Über dem Totenschädel, mhm, da. Und die Spinne. Und eine Rose. Ja. Kommst du klar? Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Alles klar. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay, dann mal los.
Technische Fähigkeiten müssen wir. So technisch bist du noch nicht. Wir haben auch keine mehr, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Okay. Weil zum Anschlagen geht auch nicht. Eine neue Waffe. Wieder eine kleine schöne Schießerei mit Granaten und Bum Bum. Schieß mal da noch, wo explosiv draufsteht. Oh, ich hab keine Munition mehr. Das ist das Ende. Ich glaube, da haut dich einer. Nein, der hat mich gehackt. Nein, aber das hatte sich so an, als würde ich einer rum gerade. Hat mich einer gehackt. Das ist das Ende! Ja, ne? Geil, oder? Ja! Ja, immer! Bin halt nicht so liebputzig und so wie andere. So Einhörnchen und so. In die Untergeschosse zu finden. Oh, dann raus, ist immer noch Zeug. Hoffentlich soll noch ein bisschen Munition bei. Deswegen ne? Sag ich ja, da liegt noch Zeugs draußen rum. Was wusste ich ja jetzt nicht. Ja gut, der ist oben. Da weiß ich momentan noch nicht, wie wir da hinkommen. Aus, aber einer ist da noch. Da oben. Also bei Assassin's Creed, ja, also bei Assassin's Creed, ja, da doch, da schlage ich dann doch des Öfteren mal das Schleichen vor. Aber hier? Nee. Büm, büm, büm. Büm, büm. Stopp, stopp, stopp. Da. Kippen. Und Zero Plug. Mal sehen, was das ist später.
Splittergranaten. Oh. Da schlägt doch direkt mein Herz höher. Mhm. Noch so ein Lebensende dem Motel? Es gibt eigentlich nicht bei Assassin's Creed jetzt gerade nicht so ums Schleichen an sich, sondern so dieses heimliche von hinten abschlachten. So, ups, siehst mich gar nicht kommen, zack, tot. Das finde ich so witzig. Was du so witzig findest, ist ja schon. Ja, ich weiß. Spaßig. Ein leuchtender Lippenstift. Du hast ihn zerlegt. Und was macht er? Er leuchtet. Ja, hallo, ein leuchtender Lippenstift. Oh, hallo. Was macht denn der leuchtende Lippenstift? Der leuchten. Seltene Item-Komponenten. So, irgendwo hier war doch so ein, ich glaube dahinter, ne? Das. Hier hinter. Nee. Der Weg nach unten? Ja. Nee, warte mal, stopp. Ja, genau, hier geradeaus. Und dann links. Ja, genau. An den Fässerchen ist vorbei. Genau. An den Fässerchen. Was ist das? Was ist? Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Darfst da nicht rein, da steht kein Eingang. Wie, warte. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Welches Hemd? Evelyn? Auf dem Haufen wahrscheinlich. Ja, ohne Zweifel. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Vorsicht, wir haben was gehört. Das mit der MTL und das Gewicht stimmt. Erythritol, Süßkram für Erwachsene. Viel Zeug. Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Probier mit. Backe Kuchen. Ja. Musste sie sich jetzt umdrehen? Ja, leider. Konnte nicht warten. Stopp, es liegt noch was. Rechts unten. Malen Sie weg! Was? Keine Ahnung. Genau, hier auf dem Schreibtisch. Seh uns an, nicht tot zu kriegen. Brauchst du das? Weiß ich nicht. Ja. Mit F verlinken. Aber F ist auch benutzen. Wir finden dich so Festhalten oder wahrscheinlich. So. Hast du gehört? E955 BD. Das unterste immer machen. Also BD 99, E9. Das ginge.
Nee. Was? Der BD ist da drunter. Hoch. Hoch. Ja, das BD. Hä? Also. Ja. Ach, Schitte. Ja. Ja, ja. Vorsicht, die haben was gehört. Ich muss mal eben einen Wohnungsrundgang machen. Okay. Brauchst du auch was? Irgendwas? Ja, ja. Da komme ich nicht rein. Da müssen wir es umgehen, okay. Oh, das war's. Wir haben es geschafft. Er liegt jetzt schnell. Oh, Scheiße. Arschlöcher. Sieh uns an. Nicht tot zu kriegen. Jetzt ab in den Korridor. Da kommen sie. Dich schlag! Das war's. Wir haben es geschafft. Mindestens ein höre ich ja noch. Sieh uns an, nicht tot zu kriegen. Jetzt sind wir unruhig, Nike! Bin bei dir. Das war's. Wir haben es geschafft. Schließ dir die Kehle auf. Achtung! Okay, wir sollten wirklich mal ins Inventar schauen, glaube ich. Stufenaufstieg, technische Fähigkeit, müssen wir verbessern. Ich musste heute umschalten. Echt? Jo.
hat sich das Rübergehen mal gelohnt. Kind schläft übrigens. Logischerweise. Ja, logisch, habe ich mir gedacht. Neue Schuhe habe ich gesehen. Ja, guck mal. Okay. Und neue Handfeuerwaffen. Davon ist aber keine besser. Super. Aber es gibt eine Mod. Pulverize. Okay. Cool. Cool, cool, cool. So gefällt mir das. Ja. Boah. Hey. Da haben wir wieder gut Geld. Danach. Ich glaube auch. Okay, dann habe ich jetzt schon mal den Bereich abgefrühstückt. Mit Füßen drüber laufen. Es gibt überall Explosionen, zersplitterndes Glas und Granatsplitter, die um dich fliegen. Meine, es ist einfach unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was war das denn hier? Da stand doch. Hä? War noch besser. Cool, ja. Rambo-Style hier, oder was? Gesichert. Geh weiter. Anschellen. Klassiker. Geht immer. Wobei die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Oh fuck. Das ist ja eine schöne Ecke hier. Da, stopp, 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 nach, ja, neben der Treppe. Da. Ich wollte doch sagen, hab doch da sowas gesehen. Boah, eine Menge Dollar. Ganze Menge Dollar liegen hier unten rum. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Okay, schau dich um. Kleine nette handliche Splittergranaten. Hast du was? Sie sucht doch noch. Guck mal auf eine andere Kamera. Da hinten ist ja jemand. Ja, die Kamera, die du davor hattest, die musst du dann drehen können, oder? Ja.
Du kannst ja auch ausschalten, ne? Geh, guck nochmal hin. Ausschalten, genau. Jetzt müsste das ja aus sein. Ich geh mal weiter gucken. Müssen wir einfach mal gucken, was wir mit diesen Komponenten machen können, wie wir da Sachen draus herstellen können, ne? Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Musst du da lange zurückgehen. So, jetzt lass mich mal überlegen. 55 1C, 55 BD. Kann ich. Und ganz unten, die Reihe ganz unten. Ach nee, scheiße, 55 war ja noch, ne? Ja. Ja, egal, aber wir haben legendäre Quick-Komponente. Stopp. Bei der Mädel auf dem Ding war noch was. Boah, die sind so eklig. Ja, hier komme ich noch nicht durch. Habe ich immer noch Ton an. Und machst du was? Ich habe immer noch auf meinem Handy Ton an, obwohl ich irgendwie gefühlt schon 30.000 Mal auf Ton ausgeklickt habe. Aber ich hatte schon wieder. Pling! Ich hasse diesen Ort. Warum? Weil uns keiner überwacht und wir jeden Tag chillen können. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen im Regen stehen müssen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass ihr alle dumm im Rohr sind. Ha! Die Tür ist da drüben. Geh! Dich hält keiner auf! Oder ich schlag dir einfach den Schädel ein. Dann bist du still. Scheint mir im Nebenraum zu sein. Jodie, spricht die irgendwas? Oder ist die einfach nur über Comlink noch verbunden? Nee, die ist einfach nur verbunden. Sagte sie ja. Sie haben ihn in eine Virtu geschickt und gekillt.
dann seine Implantate ausgerissen. Ein Glück, verdammt. Da ist noch was. Ist auch noch was in dem Raum. Ja. Sicher schön, dass die hier so nette Xe hinmacht. Ja. Und ich brauche das, weil... Rechts von dir ist noch was. Ich habe ja chronischen Munitionsmangel, ne? Ja, irgendwo hier durch oder hier wieder ganz rum. So, auf der anderen Seite von diesem Klamauk, da ist nämlich nochmal ein X. Ach so. Ja, ja, das ist aber normal. Wo bist du? Na, im Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Gut gemacht. Stehst eher auf die harte Tour, was? Wart eine Sekunde auf mich. Guck mal. Nee, die kriegen wir in einem... Hä? Brainfucks drin. Macht nichts. Die hat's zerrissen. Ja, beide. Nochmal $1,400. Das sollte auf jeden Fall schon mal die Munitionsunkosten decken. Ja, das ist noch was. Getarnt! Hä? Das war getarnt. Die Leiche hatte noch was. Neben der, da. Boah, das muss ja stinken. Okay, hier ich drin, bin ne? da. Suchen wir sie. Ich will's gar nicht halt wissen, durch, wie ja. das stinkt. Ich schwör's dir. Gewaltsam. Lock, lock. Also definitiv nichts für Juni. Nein. Jetzt bin ich mir sicher. Das darf Juni nicht gucken. Ja. Ich habe gesagt letzte Woche, ich so, ich weiß nicht, ich bin noch gemischt. Ja. Noch habe ich gemischte Gefühle bei dem Ding. Da kommen wir rein, ne? Ja, ja, genau. Da kommen wir her. Nee, zurück. Umdrehen. Von hier kommen wir. Ja, von hier. Also hier. Ja. Genau. Hier waren wir noch nicht. Aber ging es da hinten nicht noch weiter oder war da eine Tür? Da war nichts. Gut. Da ist der Raum. Mhm. Ja, ich hab mir immer gesagt, der kann Command & Conquer. Müsste eigentlich gehen. Nee, warte mal, nee. Ist halt eine Reihe tiefer dann, ne? Dort die zweite Reihe müsste gehen. Oder vertue ich mich jetzt? Ja. Ja. Irgendwann habe ich das mal drauf. Da blinkt noch was. Dann genau. Hinter der näheren Ecke. Aber hier ist so nichts mehr. Zum Glück. Doch, stopp. Stopp. Ja. Ein Stressball. Ernsthaft? Hä?
waren wir aber nicht, oder? Ich meine. Shoes, new shoes. Nee, nicht. Gerade neu. Ja, eben. Wow. Schick, schick. Heftiger Scheiß, Diggi. Mhm. Mhm. Hosen haben wir auch schon reichlich neu, nur wird nichts New angezeigt. Nein. Da kannst du eine. Auf jeden Fall nicht das kurze Höschen. Warum nicht? Ich mag die Farbe nicht. Ich glaube, die sind alle gleich, ne? Ja. Dann nehmen wir die Leder straight aus. Ja. Voll, die gehen über die Stiefel. Wir haben eh keine Stiefel an, oder? Haben wir jetzt wieder Stiefel an? Ja, doch, diese da. Stimmt. Die nicht, die haben ja alle dieselbe Panzerung. Ja, die Lederdinger sind aber das Beste. Die Feldweste? Mhm. Na gut, da haben wir ja erst bekommen. Normal Oberteil? Nee. Keine Gasmaske. Sieht man ja eh nicht mit dem Oberteil. Hm. Vorsicht, die haben was gehört. Doch, waren wir wohl. Durch das Gitter vorhin. Ja, okay. Evelyn, fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Du hast so viel dabei. Huiuiuiui. Ja. Rucksack. Hab's was. Gehört ja auch dazu, ne? Ich glaube nicht, dass... Ja, aber... Ja, ne, ja, keine Waffe oder so jetzt nehmen, sondern wirklich... Verbrauchsgüter. Ja, aber die wiegen nichts. Ach, steht um das Gewicht. Ja, ich hatte halt gehofft, dass die was wiegen. Dann geh nach Preis. Mal hier $42. Ja. Was passiert, wenn wir es zerlegen? Wo steht denn unser aktuelles Gewicht? Da oben, nicht sicher. Zerlegen hilft. Können wir zerlegen, haben dann noch die Komponenten. So, reicht doch. Reicht. Na, guck mal oben bei Item herstellen. Vielleicht können wir uns Munition herstellen. Oben, neben dem Journal. Hoch. Was? Ja. Ist das? Munition, Gewehr. Haben wir Gewehre? Ja. Ja, dann
Ja, wie viele du dir herstellen willst? 23. Gut. 23 Schuss jetzt oder 23 Nein. Magazine? Magazine! Geh ich davon aus. Achso, du brauchst für alle dieselben Komponenten. Ah! Mhm. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Eieieiei, oh mein Gott, was haben sie mit dir angestellt? Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Das da genau. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutungen oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Echt jetzt? Ist das dein Ernst, wie? Du willst das jetzt machen? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Guck mal, die Titte ist sogar am Wackeln. Meine wackeln mehr. Hui, hui. Ja, da werden wohl jetzt keine Mod-Videos mehr gemacht werden. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Rauchen? Ne. Verdammte Scheiße, wie... Rauchen ist was für Poser. Und es stinkt. Oh, verdammt, quatsch nicht. Mach endlich eine Kippe an. Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich hab echt nur Pech. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Warum wackelt das einmal alles? Schön, aber nein, jetzt gerade nicht, danke. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Ich muss mit dir reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. Es hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr, mehr, mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du es weißt. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Schon gut.
Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, V. Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Würde rühren. Würde jetzt nicht schon ausquetschen, ganz ehrlich, ist ja kein Assi. Oh, wie nett du sein kannst. Wenn ich aufstehen. Setz dich. Bevor du den Trip startest, Vatnajökull ist halt nicht ein Vulkan. Ich kann noch mal eben ein Bier holen. Du hast ja das noch gar nicht aufgemacht. Trink jetzt mal was. Ja. Ich werde ja schon genötigt zu saufen, also ist ja. Soweit. So weit ist das schon gekommen. Ja. Ja, man kann übertreiben mit dem Bildschirm, ne? Wenn Cassie auf Klo ist, bin ich mal ganz kurz an meinem Schrank hinten, einen kleinen Augenblick. Das war ein Schluck aus der Pulle hier, ne? Lass mal aufkriegen, das Ding. Okay. Ich gönne jetzt mal Pulle Schluck hier. Mach doch. Ja, aber dann muss ich erst mal aufkriegen. Oh. Mach das. Gar nichts.
Ich hab da jetzt nichts gerochen, tut mir leid. Oh mein Gott! Und die habe ich frisch gespürt. Ich habe Phantomgerüsche oder was? Aber schön. Ich dreh durch! So, ich hab den Teil jetzt gefunden. Ja, dann. Hab's ab. Oh. Ich weiß. Davon kann ich aber nicht nur eintrinken. Hä? Davon kannst du nicht nur einen trinken, genau. Da kann ich nur einen trinken. Na dann. Prost. Und das? Das ist wahrlich ein guter Whisky. Okay, let's do this. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Okay, hast du eine Warteschleife für mich? Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Oh, solange es HD ist. Ah, das ist hell. Warum ist das hell? Suchen wir jedes Stück Tech, die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Parfebri. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Wonach suchen wir? Also zurück. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Hier haben wir schon mal auf jeden Fall... Was? Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Sind das hier für Fraktale? Soll das vielleicht heißen, dass du da... Ist die Wahrnehmungsreichweite... Okay... Ja, alles gut. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Beef-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Das sind Lebenszeichen. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo-Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. So, Vorsprung. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ja, diesmal sind keine komischen Kringel auf den anderen Ebenen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob auf den anderen Ebenen überhaupt was ist. Und wenn du guckst, auf der visuellen Ebene ist weiter, wenn du weiter vorspulst, wieder so Krüsseldinger. Mhm. Jedes Stück Tag. Wir holen und seine Nachrichten. Das Wichtigste ist, dass er keine... Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Und dann sei irgendwo. So entspannt wie immer. Irgendwo ist also hier jetzt eine. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Das ist die ganze Information.
Ja. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ist noch jemand da draußen im Chat? Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Die haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Sissi! Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Ah! Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Voyez bien. Mon zé pas enragé. En pli, c'est du bon moyen nous gagner pour nous rêver sous Yurino. On prend chance là. Aha, französisch. Aha. Vous gagnez un peu bon aidé? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Stimmt, das war nicht ganz französisch. Lass mich nach einem Echtzeitübersetzer. Ein Vampir ist da, juhu! Du kannst aber versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Eben visuell hast du hier gar nichts, jetzt hast du aber da unten bei den Hören. Ja, aber. Ach so, warte mal. Hm? Versuch das Telefon zu scannen. Geschafft. Noch eine Sekunde. Mhm. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Irgendwie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Ja, hau drauf. Die Puppe ist déjà allé? Oui, elle est allée. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Voyez bien. Ou pas, c'est mamzelle a fait nous un problème? Non, c'est pas arrangé. En plus, c'est le bon moyen nous gagner pour nous rêver sous Yurino. Donc on prend chance là. Wird abspielen, oder nicht? Madame, obwohl jetzt eigentlich fertig ist, ne? Abmelden und direkt zu alt. Wo gehen wir, Pibon, Lady? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Ja. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Der gute Johnny soll die irgendwo hinführen. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Jo. Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden.
Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Das heißt Silbertablett und ja. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Erstmal müssen wir jetzt Stuff verticken. Ja. Ich wollte dir gerade sagen, mach mal das Kärtchen auf und guck mal, wo wir was Tolles haben. Zeugs. Wo haben wir hier einen Laden? Siehst du irgendwo einen Waffenladen? Ich hätte am liebsten einen Waffenladen, weil dann kann ich auch noch Munition aufstocken für die Pistole. Nach oben? Da, ne? Ja, das ist der Nase, den ich gerade sehe. Alright, dann holen wir mal Panda. Ruf Mr. Hans an. Hä? Ruf Mr. Hans an. Ja, gleich. Kannst ja, während du fährst, telefonieren. Hallo, Panda. Ich telefoniere noch nicht beim Autofahren. Waren die nicht schon fast schon automatisch hier? Nein. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, ans hier ranzukommen. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ah, jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Danke. Leck mich doch! Du fährst noch einen Flugzeugträger zwischen, jetzt fahr! Affen. War das Absicht? Ja. Wie läuft's? Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige.
Na doch, tob dich aus. So. Das ist alles mein ganzer Scheiß. Kannst du nicht irgendwie so sortieren, dass deine, warte mal, Sortierung, genau, geh mal da drauf. Nee, nur Name, Preis, Qualität, Gewicht. Ja, ja. Ich hatte gehofft, es geht auch irgendwie mit, hab ich ausgerüstet, weißt du? Ich sehe ja, was ich ausgerüstet habe. Ja, aber dann hast du die oben, weißt du? Die habe ich gleich oben, siehst du? Ja, sofort. Na, siehst du, dann passiert das. Siehst du? Genau. Ja, und dann warnt er mich, dann weiß ich Bescheid und kann nichts falsch machen. Alles ist fruchtig. Entspann dich doch mal, chill mal. Ja. Bist immer so unentspannt. Ich bin sehr entspannt. Schwerter. Ich brauche keine fucking Schwerter, ganz ehrlich. Sorry, aber ja, das Jahrhundert ist wohl endgültig vorbei. Ja. Na. Nee, ach so, das war das Besondere, ja, Samurai. Das ist, muss arbeiten. Ich muss mal zu meinem Apartment zurück und das einlagern. Ja. Haben eh nur noch 15 Minuten, von daher. Ja. Sollen wir zum Apartment fahren oder was? Ja. Okay. Ja, was willst du denn sonst machen? Keine Ahnung, jetzt erstmal hier verticken. Brauchen wir diese ganzen Verbrauchsgüter? Aber die wiegen ja nichts. Bier und dies und das. Doch, 0,2, siehst du? 0,2. Und das rechnet sich so, den 0,2-Dinger. Ja gut, dann verkaufen wir die. Ja, bist du halt auf 0. Achso. Oh. Weißt du, im schlimmsten Fall kriegst du Geld für den Scheiß. Ja. Kann ich nicht. Nee. Ich hab auch gerade schon geguckt. Das ist aber jetzt hier echt übel. Dann trinken. Bierchen dabei. Ja, trinken wir ein Bierchen dabei. Machen wir ein bisschen, ja, Wartung. Ja, jetzt fangen die Nuller an, das ist ja okay. Mhm. Ja, weil, ne, bei so vielen, wie hat das? Ja, die brauchst du ja wohl, Spritter. Biogranate brauche ich nicht. Blendgranaten auch nicht, ne? Blenden wir eigentlich ja nie, Leute. Nee, Flashbangs brauche ich nicht. Weiß man nie. Ja, behalte ich mal. Aufklärungsgranate. Scannt die Umgebung und entdeckt. Gegner brauche ich auch nicht. Aufklärungsgranate, auf was für Ideen die kommen. Meine Mods behalte ich mal. Den ganzen anderen Scheiß behalte ich auch mal. So, dann können wir jetzt auf Verbrauchsmaterialien, ne? Wo ist das denn? Ach nee, die waren ganz normal unter Waffen, ne? Nee, Verbrauch... Doch. Ganz normal... Da waren sie doch gerade. Ja, ja, unter Verbrauchsgegenstände aber, glaube ich. Gewehrmunition. Zack. Pistolenmunition. Hat aber nur 65? Ja. Egal, die nehme ich. Scharfschützengewehre, falls ich doch mal eins benutze, habe ich wenigstens ein paar Rounds in der Tasche. Schroti benutze ich ab und zu. Aber ich brauche eine bessere. Eine Spaz 12 am besten. Aber naja, sowas gibt es ja bestimmt nicht mehr. Die ganzen coolen Sachen gibt es ja nicht mehr. Weil? Ich habe was gehört von einer Atombombe oder sowas. Und wir haben immer noch 640 plus gemacht. Ja. Nein, 3000 und... Der gute Pear macht jetzt gerade seinen eigenen Stream. Ja, ja, der ist ja auch im Geschäft. So, wo ist unser Apartment? Da. Hoch. Ich hab's nochmal gesehen gehabt. Was? Du. Ah, bist du süß wieder mal. Mhm.
Ich sehe, passt ja doch vorbei. Radio an. Stimmt. Aha. Ich fahr schon wieder wie eine besenkte Sau. Aber es geht. Apartmentes Service? Weiß ich gerade nicht. Schubidubiduba, bubidubiduba. Cheese. Try out our freshly developed new tastes and let your tongue feel me. Hier jetzt wird wirklich das Herz. Hey, wo doch der Kopf, ne? Yep. Ich bin der Wunder trägt über dem Kopf. Genau. Ist halt jetzt im anderen Eingang reingegangen vom Wohnkomplex. Ah. Wo habe ich das denn her? Hä? Das frage ich mich auch gerade. Scholz. Nee. Vielleicht vergleichbar den. Gar nichts im Schrank. Was meine Kiste? Irgendwo hatte ich doch eine Kiste, wo ich Sachen rein tun kann. Ich dachte im Schrank. Ja, dachte ich auch. Dann nimm die Bikerjacke oder die alten Riemen.
Ah, die sehen scheiße aus. Ja. Das ist cool. Mhm, das passt. Mhm. Gefällt mir. Ganz tiefer? Genau. Zieh das nochmal. Schlicht und edel. Und das da. Passt besser dazu, ne? Mhm. Okay, dann nehmen wir das. Nein. Nein, das sieht. Sorry. Ja, ja, ja. Sorry, Jungs. Aber das ist. Aber Schuhe? Das sind auch bessere dabei, oder nicht? No Mods, hä? Achso. Oh, dann jetzt. Egal. Sets? Nein, keine da. Auch gut. Hm. Wo kann ich jetzt einlagern? Dann offensichtlich nirgends. Ich dachte. Ich dachte auch, wir hätten. Da ist eine Menge Trash drin, siehst du, im Lager. Oh, die allerersten Sachen, ne? Was ist das? Wo ist denn jetzt das? Zweite Reihe, zweite, genau. So, der Rest kann weg. Okay. Tippt er nicht immer sofort? Du wolltest jetzt den nackten Kerl sehen, oder was? Hier sitzt du einen explodierten Typen. Ja, Werbung lässt er an. Warum gibt's bei den News keine News? Keine Ahnung. Also ich weiß ja, unser Fernsehprogramm finde ich ja teilweise schon langweilig, aber das ist ja All Foods, ja. Slaughterhouse Meat Paste ist Synthetic Meat. Ja. Oh yeah, man. Das ist genau das. That's all you need, baby. Wieso ist denn jetzt schon wieder WNS? Alles WNS. Oh. Milfgard. Woher wollen die wissen, was mein Nachbar macht? Verdammt. Oh, das Kinderprogramm. Mach weg. Nackter Arsch, bäh.
Also, das Fernsehprogramm von denen ist langweilig. Ich gucke jetzt mal. Es kommt nur Werbung. Es ist alles nur Werbung. Ja, ich gucke jetzt mein eigenes Fernsehprogramm. Okay. Ah. Okay, liebe Leute, dann gibt es jetzt eine kurze Pause und wir sehen uns dann gleich wieder zur Radioshow. Und ich bin Wesch. Radioshow. Viel Spaß. Technobolis. Bis gleich.